Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Long Dark. So, wir sind jetzt im Bauernhaus wieder, haben aber noch 5 Stunden Dunkelheit, sind völlig ausgeruht. Ja, ich hatte ja jetzt nichts gefunden an Waffen, was da vielleicht doch heimlich oder unauffällig oder wie auch immer irgendwo in irgendeiner Ecke spawnt. Das ist leider nicht passiert mir. Wobei das halt früher doch schon ab und zu mal vorkam, dass irgendwann, wobei das war immer so, dass das wegging. Zumindest bei mir verschwanden immer Dinge. Das ist wenigstens jetzt etwas besser geworden. So, trinken war jetzt, wurde angemeckert. Da wäre ich erstmal wahrscheinlich den halben Liter gleich komplett, oder? Ja, der ist weg. Gut, da muss ich mich wahrscheinlich wieder um Trinken kümmern. So, das ist natürlich jetzt wieder blöd, weil hier alles dunkel ist. Dann machen wir etwas Licht. So. Wo sind wir? Wir sind oben. Und ach so, dieses Wasser hier, das hatte ich ja immer rausgenommen, oder? Toilette, ja, genau. Könnte ja sein. Die halten dann doch nicht so lange. Okay. Naja, da kann ich ja. Ich kann ja jetzt hier. Genau, ich kann ja hier eigentlich ein Feuer machen. Ich kann ja hier ein Feuer machen. Und etwas Wasser. Und was mache ich da jetzt am besten? Ich zerkloppe die Stühle und Regale. Das würde doch gehen hier. Tisch auseinandernehmen. Genau. Ach so, hungrig, ja, das muss ich noch machen. Kalorienreserve, oh je. Okay, dann nehmen wir erstmal was zu uns. So, was haben wir? Was ist das eigentlich? Ach so, das waren die wir. 150 Kilokalorien. Ja gut, okay. Dann knuspern wir uns die mal rein hier. Etwas mühsam, dauert etwas, aber die gibt es ja für lau. Da ist das in Ordnung. So, ach so, wieso ist das jetzt hier runter? Ach so, ich habe das wahrscheinlich. Ja. Ich mache das mal so, genau. Schmeckt bestimmt komisch, wie so Pappe oder Holz oder Bleistifte oder Buntstifte oder so. Aber egal. Was macht man nicht alles? So, eins noch und dann könnte ich eigentlich diesen, genau das hier, diese geschmacklose Salzkräcker. Wobei Salz ist eigentlich ein Geschmacksträger, dachte ich. Naja. Da erstmal die, genau. Da kriege ich gleich wieder Durst, aber das wollten wir jetzt ändern. Ich werde vielleicht noch diesen Stuhl zerlegen. 3 Stunden. Das ist okay. Weil da kann man das Feuer so lange brennen lassen. 40% bloß, echt mit Altholz. Ach nee, Buch nicht, hatte ich gesagt. 60, da ist so ein Stückchen besser. Na gut, dann machen wir das mit den Stückchen und dann werfen wir schnell das Altholz nach. Das klappt schon. Hoffe ich. Ich meine, wir sind ja jetzt hier drin im Haus. Da ist das okay. Und wenn der Tag dann angebrochen ist, dann werde ich nochmal die Straße in die andere Richtung hintergehen. Hatte ich ja schon mehrmals gesagt. Und checke dann nochmal dort, ob dort irgendwas ist. Und vielleicht gehe ich dann, weil ich kenne mich so ein bisschen noch auf der Map aus. Well, that didn't work. Ach so, hat nicht geklappt. Na gut. Machen wir es nochmal. Du Ofen. Nee, dann gehe ich da hinten hoch. Das müsste klappen zu diesem Sendemast. Komm schon. Come on. Damn it. Damn it. Shit. Ach so, das darf ich jetzt gar nicht mehr machen. Fluchen und sowas. Da gab es irgendwelche neuen Richtlinien für YouTube. Ich glaube, es ist aber noch nicht hier in Deutschland, sondern mehr in Amerika, was die.
Werbeschaltung betrifft, was man wo, an welchen Spielen, Filmen, Videos man nur noch, ja, jetzt kommt's, Werbung schalten darf. Und da darf man zum Beispiel auch nicht fluchen und auch keine Gewalt zeigen und sowas. Oh je. Ich meine, gut, ich zeige gar keine Werbung, weil lohnt sich eh nicht bei mir. So, jetzt. So, jetzt haben wir's. Aber fand ich interessant, habe ich mir einige Sachen mir mal angeguckt. Das ist irgendwie, ja, mal sehen, in welche Richtung sich das entwickelt hier. Bin ich gespannt. So, eine Stunde. Gut, okay. So, was wollten wir jetzt als nächstes? Erstmal uns Wasser wieder besorgen. Machen wir gleich mal 2 Liter. Dann werden wir wahrscheinlich gleich mal den Liter davon trinken. Na gut, wir kochen erstmal ab, logisch. Eine Stunde Dunkelheit. So. Okay. Wasser. Da haben wir es. Trinken. So, jetzt, wie machen wir das jetzt? Hatte ich jetzt hier irgendwo schon was eingelagert? Oder hatte ich, weiß das gar nicht mehr, also, nee, ich hatte hier noch nichts eingelagert. Ich hatte alles mitgenommen. Ich hatte ja die anderen Sachen gefunden, also die zusätzlichen und dann unten in der einen Hütte gelassen. Genau, das ist alles leer. Okay, dann lassen wir das so. Vielleicht nach Gewicht. Komisch, wieso ist das? Echt, ist das so schwer? Ach nee, ich muss anders machen. Alles klar. Weil dann lasse ich die Altholzsachen mal hier. Die lege ich mal ab. So. Die anderen Dinge, die nehme ich alle mit, nur dass ich etwas ein bisschen unter 30 Kilo bin, dass ich sozusagen mit Laufen und so keine Probleme habe. So, die Sachen sind okay. Was war das? Ach, das war der. Genau, für was ist eigentlich der Lackporling-Tee? Stärkt das Immunsystem. Ah ja, das ist gar nicht so schlecht. Wirkt wie Antibiotika. Und der Hagebutten-Tee gegen Entzündung und wirksam natürlich Schmerzmittel. Gut. So, unsere Klamotten, die sind eigentlich okay. 71% ist etwas knapp. Ja, kann man eigentlich reparieren, oder? Genau. Reparieren wir das, weil dann haben wir ja bestimmt auch. Ist der Tag, bricht der Tag an. Oder? 100%. So, die Dinger nehmen wir alle mit, auf jeden Fall. Werkzeuge sowieso. Ach so, ich habe jetzt bloß noch 2 Fackeln. Kann ich eigentlich die Dinger reparieren oder kann ich die nur zerlegen? Okay, dann zerlege ich die mal. Ist ja sonst recht sinnlos. Gut, 2 Fackeln. Aber ich habe 14 Kugeln. Alter, das ist ja... Ich brauche ein Gewehr. Ich brauche ganz einfach ein Gewehr. So ist es. Die Sachen nehme ich auch alle mit. Gut. Also, weniger als 1 Stunde. Da würde ich sagen, wir ziehen los, oder? Mal schauen, wie es aussieht draußen. Das ist ja entscheidend. Nicht, dass hier plötzlich vor uns ein Bär steht oder so. Dann drehe ich mich schnell rum und verschwinde wieder rein. Oder... Nee. Sieht gut aus, würde ich sagen. Etwas neblig. Nebelig. Etwas nebelig. Aber okay. So, das heißt, ich nehme die wieder in die Hand. Und... Wir machen los, oder? Ich laufe mal etwas mehr hier auf der Seite zur Straße hoch, damit wir nicht wieder zufällig in die Versuchung
gelangen oder in die Nähe der Wölfe geraten, hoffe ich. Vielleicht ist das auch gerade Ruhe. Wie warm ist es eigentlich? Minus 20 Grad? Na, immer. Na gut. Da hinten, ne? Da streuen sie rum. Ah, naja, das war schon gut, dass ich hier lang gegangen bin. Ich gehe mal lieber einen großen Bogen. Zwei Fackeln habe ich noch. Hasen sind die alle weg, hä? Kommt da einer? Der eine läuft dort oben rum. Die anderen laufen dort. Kann auch rückwärts gehen. Nee. Ach, da ist ein Hase. Da ist ein Häschen. Da ist ein Häschen. Da rennen wir weiter in den Tod. So, okay. Ach, hier komme ich sogar raus. Das ist schön. Ja, egal. Oh, das war bloß ein Hase. Also, meine Güte. Macht doch nicht solchen Stress. Mit mir hier, da ist das Auto. So, okay. Also ich gehe jetzt mal die Straße lang. Das hatte ich nochmal gesagt. Hoffe, es passiert jetzt erstmal nichts groß. So, ich könnte mich auch gar nicht verstecken hier in irgendeinem Auto, weil hier gibt es keins. Aber ich glaube, die kommen ja nicht über die Zäune. Also wenn jetzt hier ein zuer Zaun ist, ja, dann müsste das eigentlich klappen. Also dann kommt ja nichts rüber. Dann kommen die, glaube ich, nicht. Die können nicht hüpfen, oder? Die können nur hier, wo es kaputt ist. Können die nur rüber. Okay, alles gut. Alles gut. So weit kann ich nämlich nicht schauen. Deswegen... Ach, ein Hoppelhase. Okay. Einfach so, hä? Gut. So sieht es ja recht friedlich alles aus. Ja, ich halte immer mal kurz an und check mal die Lage. Das ist mir irgendwie angenehmer. Gut, also ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu weit. Das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so genau, wie das war. Ich habe nur noch so grobe Erinnerungen eigentlich an die Map. Und dann hier oben irgendwo war dann dieser Funkturm. Den müsste man auch sehen. Gut, jetzt ist das Wetter Mist, aber an sich bei klarem Wetter dürfte man den sehen. Und da würde ich sagen, wenn wir hier hinten angekommen sind, werde ich dann hier irgendwie hochgehen und den Funkturm besuchen. Okay, hier haben wir, was haben wir hier eigentlich? Nix. Sind wir jetzt schon am Ende? Oh. Nee, hat sich nicht bewegt. Gut, okay. Sieht eigentlich cool aus so. Also ich muss sagen, hat was. Okay, jetzt sind wir... Nö, geht noch eine ganze Ecke dahinter. Oder war das dann doch dahin schon zu Ende? Ging das etwa weiter in andere Map? Ich weiß das alles gar nicht mehr so genau. Ach, ein Auto. Ah ja, na da. Komm bitte, Gewehr, ein Gewehr.
Ein Gewehr. Eine Flinte. Für mich. Nur für mich. Eine Flinte. Kofferraum verschlossen. Toll. 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 Ah, Handschuhe. Okay. Naja. Okay. Wenigstens was. Ist ja in Ordnung. Ich hatte nur so etwas gehofft, dass hier irgendwie so eine Flinte liegt. So ein bisschen. So ein klein wenig hier so. Aber die passt ja gar nicht rein wahrscheinlich. Schokoriegel. Ja, hier. Weiß auch nicht, warum ich die immer abklappe. Wahrscheinlich hoffe ich, dass dann doch irgend... Nee, das war jetzt Quatsch. Egal. Ist sowieso nichts drin. Es ist sowieso nichts drin. Die Motorhaube, die hat ebenfalls nichts drin. Gott, okay. Dann schauen wir nochmal hier hinten hin, würde ich sagen. Vielleicht gibt es noch irgendwo ganz außen was. So in der äußersten, wie auch immer, gearteten Ecke. Sieht es eigentlich bei mir aus? Naja, minus 18 Grad. Es ist kalt. Da kann ich einfach drüber gehen, ja. Plötzlich kann ich einfach drüber gehen. Aber über so eine kleine Schneewehe, das schaffe ich nicht. Gut, dann nehmen wir das mal mit. Und die Hagebutten noch. Und dann... gehört? Ne, irgendwas hab ich gehört. Ach, eine Leiche. Was hat der? Eine Fackel. Gut, die brauche ich jetzt nicht. Die Fackel. Gibt's irgendwas hier oben? Nö. Na gut. Achso, die Leiche müssen wir uns ja noch anschauen. Genau. Das wäre da sonst nichts. Aber Gewehr ist da auch nicht drin. Streichhölzer in Ordnung. So, das heißt, ich bin jetzt schon wieder voll. Hä? Fröstelnd, okay. 30 Komma. Das macht aber jetzt nichts. Ich werde noch was trinken, da wäre ich ja leichter. Zumindest etwas. Und dann ziehe ich mir noch irgendwie sowas Müsli-mäßiges rein. Genau. Ein bisschen Energy. Ja, sind jetzt nicht sehr leichter geworden, aber egal. Okay, das heißt, ich gehe jetzt zurück und mache dann da irgendwo hoch. Komme ich hier durch? Ja. Und versuche diesen Turm zu erreichen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Schade, das war jetzt so ein bisschen meine letzte, ja, vielleicht oben auf den Turm noch. Das schauen wir uns noch an. Auf diesen Dingsbums-Turm, Funkturm. Vielleicht ist ja dort noch was an Gewehr. Aber jetzt irgendwelche toten Tiere oder so habe ich auch nicht gefunden. Oder? Kann ich hier hoch? Gleich hier hoch, einfach mal so. Ah, das geht. Das klappt. Gut, also ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, ob ich es richtig bin, aber ich würde sagen, hier oben irgendwo. Da oben ist der, gibt's den Funkturm. Hoffe ich. So, das sind Äste, die da liegen. Ich gehe auch ein bisschen hier mehr am Rand, dass ich schon ein bisschen in die Ferne schauen kann. Nicht, dass da irgendwo plötzlich, wenn ich um irgendeine Ecke komme, irgendwas Gemeines auf mich lauert. Aber so geht's eigentlich. Ist hier irgendwas? In die Ecke?
Naja, wahrscheinlich sollte ich doch erstmal zielstrebig hier hochgehen. So. Weil, wie sieht's aus? Quatsch. Naja, es wird kalt, minus 15 Grad. Ja, cool wären dann auch mal solche ordentlichen Klamotten wie hier so ein Wolfspelz. Wolfspelzjacke oder sowas. Oder irgendwelche Rehlederhosen oder irgendwelche Hasenfäustlinge oder sowas. Das gab's ja da. Gut. Schauen wir mal kurz hier rüber über die Kante. Würde ich sagen. Und dann gehen wir aber. Ja, Holz gibt es ja genug. Dann gehen wir aber mal hier so hoch. Mal sehen, ob das klappt. Weil dann habe ich vielleicht ein bisschen die Übersicht mehr. Und ich weiß, ob ich richtig bin oder ob ich falsch bin. Oder ich kann überhaupt mal ins Tal runterschauen oder so. Also so ist es recht ruhig, entspannt eigentlich, wenn die Kälte nicht wäre. Wenn die Kälte nicht wäre, könnte man hier Urlaub machen. Naja, kalt ist mir schon. Da ist er, da ist er, da ist er, da. Gehört. Da ist er. Der Funkturm. Hey! Hier ist er auch. Hier. Na. Mal sehen, was das ist. Hoffentlich kein. Was? Was ist denn jetzt passiert? Was soll denn der Scheiß? Hä? Das ist ja ebenes Terrain. Typ. Wieso habe ich jetzt. Wieso habe ich jetzt mir die Hand verstaucht? Was soll denn das? Verstauchtes Handsturz? Ich bin noch nie gestürzt. Alter, tu dann nicht so schlaff hier. Aaron, ich glaube, da kann man. Da können wir uns einen Bogen bauen. Ich hoffe, wir brauchen bloß einen. Also, wenn wir jetzt kein Gewehr finden, kann man wenigstens einen Bogen bauen. Das ist cool. Das ist cool. Also ich flitze jetzt dorthin. Genau, also meine Erinnerung hat. Ja. Meine Erinnerung hat mich nicht getäuscht. So, ist nur die Frage, wo ich dorthin kann. Wahrscheinlich mehr hier unten lang, hä? Ja, hier hüpfst du natürlich nicht runter, dann hab ich ein kleines Bein gebrochen oder so. So, und hier runter. Ach, hier ist noch ein kleines Ästel. Das nehmen wir mit. Hey, jetzt klart's auf. Sehr schön. Ah, jetzt haben wir's. So, na, da wird das meine nächste Ruhepause werden hier. Also hier werde ich mich dann etwas gemütlich einrichten und dann etwas hier von hier oben aus erkunden. Das ist nur, wie war das? Kam ich hier rein? Ja, irgendwo kam ich rein. Irgendwo kam ich rein. Da haben wir einen Funkturmhügel, genau. Irgendwo kam ich rein. Wie geht's mir? Ist alles kalt? Ja, ich lasse das mal, das rennt mir ja nicht weg. Ich gehe lieber erstmal rein. Hier liegt Holz, das ist gut. Ah, hier können wir mal kurz runter gucken. Okay. Ah. Na gut, erstmal rein. Das ist das Wichtigste. Kurz nochmal eine Runde rumrum. Um die Hütte. Hier die Tonne, aber vielleicht haben wir auch drinnen irgendwas. Werden wir gleich mal sehen. Zum Anzünden und nicht hier draußen immer. Gut, hier gibt es nichts. Ich gehe doch nochmal hier lang. An Brecheisen. Okay. Gut. Na dann. Geht's rein.
Ja, das sieht ja cool aus. Stimmt, ich erinnere mich dunkel. Na, da können wir erstmal eine Weile hier bleiben. Hier gab es auch ein Bett, oder? Ja, hier gab es ein Bett. Cool. Da ist es. Ich hab's. Leute, ich hab's. Die Flinte. 37%. Ich werde es wahrscheinlich dann erstmal reparieren, aber damit kann ich Rotwild schießen und vielleicht Wölfe nicht. Vielleicht, das mache ich. Das war's. Das wollte ich, genau. Coole Sache. Die brauchst du jetzt nicht hier. Die stecken wir mal schön weg. Okay. Na da, wie viel Licht haben wir noch? 10 Stunden. Uns wird langsam wärmer, das ist in Ordnung. Da würde ich sagen, wir marschieren mal hier noch etwas rum und sammeln erstmal alles ein. Und, ne. Hä, wieso habe ich das jetzt? Ich habe falsch gedrückt. Nee, will ich doch noch gar nicht. Wie geht das eigentlich? Zielen ist so. Okay, na das wird cool. Das wird doch cool. Na, da hat es mal Glück gehabt hier. Ich wollte doch eigentlich die Lampe wollte ich da anzünden, damit wir noch ein bisschen was sehen. Das ist schon besser. Genau, hier haben wir nämlich sogar noch eine Gewehrpatrone. All this gear is slowing me down. All das Zeug hält mich auf. Ja, du bist doch da jetzt. Wir bleiben jetzt erstmal hier ein bisschen. Das wird jetzt etwas schwer. Wir sind jetzt völlig überlastet, aber das ist egal. Also, ich habe meine Flinte. Ha, sehr schön. Sehr schön. Nochmal so ein Ding, aha. Okay. So, aber wie es aussieht, werden wir draußen das Feuer machen können. Also hier hatte ich jetzt auf die Schnelle keinen Ofen gesehen, oder? Nee, Ofen gibt es ja nicht. So, ach hier, das haben wir noch. Das heißt, das Holz hätte ich auch liegen lassen können. Aber egal. Wir sammeln erstmal alles ein. Und dann tun wir das wieder zurück verstauen in irgendeinen Spind oder so. Gut, genau. Wir gehen nochmal fix durch hier. Und dann machen wir Schluss für heute. Eigentlich könnte ich das hier stehen lassen. Ich muss das ja gar nicht alles einpacken. Ich kann das da hier stehen lassen. Hier haben wir sogar eine Wasserflasche. Hier haben wir, ich nehme nur. Aha. Ein Werkputzset, da habe ich jetzt glaube auch eine Menge. Hä? Und eine Werkbank haben wir hier. Also ich schaue mal hier rein, dort wo wir das halt nicht sehen. Neset. Okay. Passiert nichts. So, hier oben. Was war denn das? Eine Cargo-Hose. Und da ganz oben ist ja noch was. Gewehrmunition. Also jetzt haben wir doch 5. Jetzt haben wir fast 20 Schuss. Das ist ja fein. So, wir gucken nochmal hier rein. Na da kann ich mich erstmal um meine Klamotten kümmern. Kann die reparieren und zerlegen. Und, oh je. Ich kann mich kaum noch bewegen. Naja, da, ja, ich will mal hier noch gehen. Komm, schaffst du. Wie viel ist eigentlich? 53, na gut, das ist wahrscheinlich doch ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Ich tue das mal hier rein. In die Schublade, was wir jetzt nicht brauchen. Was ist jetzt am schwersten? Das Gewehr, das lassen wir das Holz, das tun wir erstmal alles abdumpern. Und ja, ich will das dann zerlegen und so weiter. Das bringt jetzt auch nicht so den großen, das große, große Erleichterung. Naja. Achso, ich werde natürlich auf jeden Fall erstmal. Wo haben wir es? Das ablegen, weil damit das trocknet. Genau.
So, und dann wollte ich, dann kann ich auch noch mal das ablegen. So. Na gut. Andererseits 4 Kilo, ich leg das auch noch mal ab. Ich meine, ich hab's ja. Ich weiß es, dass es ist. Hier unten liegt's. So kann ich ein etwas bisschen besser laufen. So. Das Holz lasse ich jetzt hier auch erstmal liegen. Ich schaue erstmal am besten nur in die. Da hinten war noch was, hä? Alter! Cool. Da hinten, ich schaue nochmal schnell in die. Na, ihr wisst schon hier. Schieber und so weiter. Weil das sehen wir nicht und da weiß ich Bescheid. Das habe ich alles durch und alles, was draußen liegt, das sehe ich. Und da ist gut. Komm, kaputter Metallschaltkasten. Aha. Kann ich alles zerlegen. So, die Bücher nehmen wir mit. Den Rest können wir zerlegen, wenn wir das wollen. Hier unten gab es jetzt nichts mehr. In der Ecke, wie war es da? Ah ja, na da, logisch. Also, Wahnsinn. Wie viele Patronen wir mittlerweile haben. So, hier ist alles okay. Da ist auch noch eine. Na, ich wusste es doch. So, jetzt sind wir durch. Den Karton kann man auch bis zu legen. Na gut, liebe Leute, da würde ich sagen, das sieht doch gut aus. Also ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Und dann machen wir erstmal Schluss. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao.